Lukas Piszczek, überragend. So, ich bin klitschenass, keine Verlängerung. Ja, ich habe dein Mäntelchen nicht gekriegt. Ja, aber, schade eigentlich. Ja, aber ich muss jetzt natürlich eins sagen, lieber Opti. Heute ist ja Vatertag. Heute ist ja ein wunderschönes DFB-Pokalfinale, aber auch ein Abschiedsspiel von dir. Und was gibt es denn Schöneres, als solch eine Bühne, als ein Abschiedsspiel zu haben? Und wir haben ja auch eine gemeinschaftliche Erinnerung, wir haben eine Erinnerung zusammen erlebt in Brasilien. Ich stand auf dem Platz. Oh, aber ja. Du warst ganz klar auch damit beteiligt, dass wir der Weltmeister geworden sind am Mikro. Nein, doch, ich war am Mikro beteiligt. Aber hundertprozentig. Und da haben wir noch ein paar Bilder. Jetzt pass mal auf, schau mal da. Oh, sehr schön, sehr, sehr schön. Ach, mit Mehmet, ne? Mehmet. Ja. Der vierte Stern ist da. Wie geil ist das denn? Wie geil. Und dann noch so kurz vor Schluss, ich bin fast durchs geschlossene Fenster gesprungen. Gott sei Dank. Wir alle. Das ganze Team, Gott sei Dank, war das Panzerglas. Wir zeigen mal einmal hoch, so wird das Trikot der deutschen Nationalmannschaft demnächst aussehen. Der vierte Stern ist da. Ach, wie schön das war. Wunderschöner Moment. Und weil du hast die ganze Zeit immer dich über dein Outfit geärgert hast, weil du dich heute nicht gut angezogen hast, gebe ich dir jetzt meine Jacke. Ich habe mich ein bisschen dünn angezogen. Ich krieg das Mäntelchen? Du kriegst jetzt das Mäntelchen, ne? Zum Abschied. Ach, ja, komm, schön. Komm, ich helfe dir einmal da rein. Das ist ja genau deine Größe. Es ist meine Größe und vor allen Dingen ist es meine Farbe. Ja, auch. Ja, gut, das ist wieder was anderes, aber wunderschön. Schau mal, wunderschön. Hallöchen. Wie du ausschaust. Also vielen Hermelin Dank. Fehlt noch ein bisschen. Vielen Dank. Ich danke dir, Basti. Ja. Danke dir, danke ans gesamte Team. Das waren wunderbare 10 Jahre. Das war heute meine letzte Sportschau. Aber man sieht mich ja irgendwo wieder und euch natürlich auch. Ciao, tschüss aus Berlin. Danke an alle. Und jetzt ein kurzer Ball zum Club. Der ist direkt nebenan. Alex Bommes mit seinen Gästen. Viel Spaß. Und danke für alles. Ja, das ist ein ganz kurzer Ball. Wir sind tatsächlich, das sind so, weiß ich gar nicht, so 250 Meter nur entfernt. Wir sehen noch die große Anzeigetafel hier und freuen uns natürlich sehr, dass wir hier vor Ort sein dürfen. Herzlich willkommen zum Sportschau-Club und herzlich willkommen direkt an Almut Schuld und Stefan Kunz. Hallo. Das ist nicht nur großes DFB-Pokalfinale, es ist gleichzeitig auch eine große Generalprobe für die anstehende Fußball-Europameisterschaft. Denn das sind schon mal, jetzt muss ich reden, 2/3 unseres Expertenteams noch mit Prinz Boateng. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich drauf und frag dich.